Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Katar. Ich habe leider wie immer kein Game gefunden, wo man das richtig spielen kann. Deswegen sind wir hier in Runde 20 unserer F1 2021 mit Team Seas. Aber halt, Mega Season, sorry. Aber halt leider nur hier mit ein paar Bildern, ein paar Ausschnitten von YouTube-Videos. Ich konnte das Ganze leider nicht in Assetto Corsa oder auch irgendwo fahren. Deswegen, ja, hier haben wir die Strecke, ziemlich ein schönes Spektakel. Die MotoGP gastiert ja eigentlich seit 2004 durchgehend. Und so sieht das ganze Ding hier aus. Sehr viele Kurven, eher auch nur für Motorräder ausgebaut. Also die Strecke ist nicht gedacht für irgendwelchen Formel 1 oder Formula-Sport. Abonniert gerne den Channel, lasst doch gerne ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. ITU-Gaming auf Instagram und natürlich auch ITU-JT. Könnt ihr auch gerne auf TikTok vorbeigucken. Und ja, hier haben wir dann die Strecke. Ähnlich wie bei Rennen, aber ja, natürlich ein bisschen anders. Zuerst kommen wir mal zu dem Thema, auf das, was ich ein bisschen gestern gewartet habe. Mercedes hat Einspruch eingelegt gegen diese Entscheidung der Stewards am Sonntag, wo ja Verstappen angeblich oder ja, in Mercedes Sicht Hamilton von der Strecke gedrängt hat. Die Stewards haben ja damals schon gesagt, das ist nichts, und die haben dann auch jetzt beschlossen, es gibt keine weiterführenden Strafen. Also ich finde es halt lächerlich, dass man eine Woche für so eine Entscheidung braucht. Ich meine, man hätte das auch früher machen können, aber die Stewards oder die FIA ist da jetzt nicht besonders schnell, und das ärgert mich auch ein bisschen. Man könnte wirklich ein bisschen schneller sein. Hier sind dann die ersten Bilder aus, ja, aus nichts. Also man hat hier nur Wüste, ein bisschen hinten im Horizont haben wir mehr, aber sonst ist da auch nicht viel da. Ja, ist halt leider so ein bisschen so dieses Arabische, da ist leider nicht viel da, gerade in diesen ganzen Königreichen und so weiter. Was auf jeden Fall da war, war ein bisschen Funkenflug, den gibt es hier auf jeden Fall. Viele, viele Funken, und das sieht natürlich auch, wenn es dann so ein bisschen dämmert, schon sehr spektakulär aus, muss man sagen. Aber ja, ich weiß nicht genau, ob es in die Dämmerung reingeht, das konnte ich nirgendwo finden. Aber ich glaube, wir haben nur 2 Stunden Zeitverschiebung, das bedeutet, eigentlich sollte es erst so 17 Uhr bei denen sein, da wird es keine Dämmerung noch geben. Ja, hier auch ein bisschen ein kleiner Ausritt, wieder von dem AlphaTauri, aber so auch natürlich eine neue Strecke, viel Findung. Gasly anscheinend hat sehr, sehr schnell Zeit gefunden. Der war echt in beiden Trainingssessions sehr stark. Auch Bottas wieder vorne mit dabei, Verstappen ganz vorne. Natürlich, ich denke mal, da hat man noch nicht alles aufgedeckt, was so da ist in Lusail. Aber ja, auch die Ferrari wieder vor dem McLaren, aber das sollte sich natürlich noch ändern. Auch Yuki Tsunoda weit vorne. Hier im Hintergrund sehen wir schon ein bisschen die Runde. Wir werden uns nachher auch noch 1-2 Runden angucken, und ich werde auch noch predikten, wer so im Qualifying ist. Hier haben wir auch so ein bisschen den Verlauf des diesjährigen Weltmeisterschaftsfights. Ja, so ein bisschen auf und ab. Sie waren eigentlich immer knapp beieinander, nur so zwischen Mugello, Österreich und Großbritannien. War eine große Kluft zwischen den beiden. Dann war mal der eine vorne, mal der andere vorne. Jetzt ist eigentlich kontinuierlich eher Verstappen vorne, aber natürlich, es wird spannend. Also der Fett, wenn jetzt wieder Mercedes aufdrehen kann, wird der Fett echt nochmal stark. Oder wir haben die WM-Vorentscheidung hier schon, weil Verstappen könnte bereits in 2 Wochen den Sack zumachen, wenn er jetzt zweimal gewinnt, und oder halt, oder wenn Gruber Schnitzer bei Hamilton drin ist, dann könnte er wirklich Glück haben und dieses Wochenende Weltmeister werden. Verstappen, Hamilton diesmal nicht ganz vorne. Bottas und Gasly, auch wieder Gasly Zweiter, der ist dieses Wochenende echt stark. Norris jetzt auf 5, da hat er mal einiges klargestellt bei den Ferraris. Ja, es war natürlich Long Run Time in Qualifying 2, also in Participle 2, war natürlich ein bisschen Long Run Training, sieht man auch ein bisschen an diesen durchgemischten Vettel nur auf 9 zum Beispiel, oder auch Paris nur auf 8. Dafür haben wir vorne wieder Pierre Gasly, auch Lance Stroll weit vorne. Yuki Tsunoda, den gefällt die Strecke anscheinend auch. Ja, wie gesagt, MotoGP ein paar Mal ist die chinesische Super League, der chinesische Supercup hier gefahren, aber sonst, ja, war es das eher so. So, hier haben wir nochmal, gucken wir uns einmal die Strecke an. Ich bin sie einmal gefahren, aber es hat so stark gelaggt, also da konnte es nicht. Die erste Kurve sehr lang gezogen, kann man wahrscheinlich gut reinbremsen. Wird es auch ein paar Linien geben beim Start. Dann hier, die gehen im Flow eigentlich. Dann kannst du hier Vollgas die nächste nehmen. Das ist so ein bisschen der Formel 1 Grip, den kannst du hier Vollgas rausnehmen. Da wird auch am Ende der Geraden eine gute Überholmöglichkeit sein. Dann wieder lang gezogen, wie gesagt, das ist halt eher MotoGP, eine MotoGP-Strecke. Aber muss jetzt auch Formelstrecke werden, weil wir haben 11 Jahre jetzt, wo diese Strecke im Kalender sein wird. Und du hast auch diese ganzen typischen langgezogenen Kurven, die halt für die
für die MotoGP perfekt ist. Ich habe hier einen Red Bull. Immerhin habe ich einen Red Bull schnelle Runde gefunden. Die ist auch sehr cool, die Kurve. Und dann hier, der fährt einfach wunderbar. Wir hatten gestern predicted Zeiten, glaube ich, habe ich gelesen im Internet, 1,28. Wir hatten gestern schon 1,25er Zeiten, teilweise unter 1,24, unter 1,25. Und ja, da wird es auf jeden Fall, Track Limits werden ein großes Thema sein. Und das wird sehr spannend, wirklich. Also ich bin schon ein bisschen neugierig, wer heute sich die Pole holen wird. Gut überholen sollte es hier allemal gehen. Wir haben eine sehr lange Geraden von 1,1 Kilometer. Letzte Kurve. Hier haben wir dann 1,1 Kilometer auch. Ich glaube nur eine DRS-Zone. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und mal gucken. Haben die Mercedes schon alles aufgedeckt? 217 ist nur die Speed Trap. Das ist nicht viel. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht das neueste Hot. Wir haben hier nochmal, wir gucken uns das Ganze hier nochmal an. Wie gesagt, Hotlap wird es auch in dieser Form hier geben. Ja, ich habe Gott sei Dank die ein oder andere Hotlap gefunden online. Oder die ein oder andere schnelle Runde, die gefahren wurde. Da werden wir uns ein bisschen, davon was nehmen. Und ja, es tut mir leid, ich bin sie zwar gefahren, aber meine Zeiten waren zu eher so 1,29. Und das will ich euch nicht antun mit dem ganzen Laggen. Deswegen werden wir schon, ich kann natürlich meine Erfahrungen sagen, ich bin ein, zwei Runden gefahren, aber natürlich jetzt nicht so flüssig oder nicht im Können, sondern in der Aufnahme so flüssig wie hier. Zöller, Intel Core 2 Prozessor, okay. Also man merkt halt schon, die Werbungen hier sind ein bisschen älter, aber trotzdem, die Strecke ist toll. Also muss man auch sagen, der fährt auch ziemlich cool. Wie gesagt, hier sieht man dann auch diese langgezogenen Kurven. Die sind wahrscheinlich jetzt so für die Formel 1, gehen die auch fahren. Also man kann theoretisch mit diesen Grip-Monstern eigentlich jede Strecke bezwingen, wenn es nicht gerade Schnee oder sehr, sehr viel Regen ist, wie in Belgien, kann man eigentlich hier mit diesen Autos alles bezwingen. Aber kommen wir mal zum Tipp. Also ich denke mal, es wird sehr spannend werden. Einerseits kann ich mir gut vorstellen, dass man, dass es knapp wird. Man hat es gestern schon gesehen, einmal war der vorne, einmal war der, es hat keiner richtig die Karten aufgedeckt. Und deswegen denke ich mir mal, es wird wahrscheinlich wieder der Fight zwischen Mercedes und Red Bull werden. Aber diesmal mit dem, dass der Red Bull, ich weiß nicht genau, der Red Bull war bis jetzt eigentlich in Qualifying Sessions immer vorne. Also würde ich diesmal sagen, es sind viele, viele Kurven, das spricht eigentlich für Red Bull. Aber es sind natürlich die ein oder andere Geraden und viele schnelle Kurven. Es wird sehr knapp. Ich sage, Hamilton holt sich die Pole vor Verstappen. Ich möchte auch den WM-Wunsch oder halt diesen WM-Fight noch ein, zwei Rennen aufrecht erhalten. Deswegen sage ich, Hamilton holt sich die Pole vor Verstappen und Valtteri Bottas. Also es wird sehr spannend auf jeden Fall. Es wird auch knapp werden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich doch Verstappen die Pole holt. Da wird es wahrscheinlich Kleinigkeiten ausmachen. Oder vielleicht erwartet uns doch am Schluss eine Riesenüberraschung und Pierre Gasly. Oder, ja, wir haben einen Unterschied von einer halben Sekunde. Entweder von Red Bull zu Mercedes oder von Mercedes zu Red Bull. Das kann alles passieren. Und ja, ich würde mal sagen, für heute war es das mal. Wir gucken uns hier nochmal ein paar kleinere, hier diese Kurven, die machen alle übel Spaß. So, da, der fährt auch ziemlich gut, muss man sagen. Und viele... Echt, es kommt wirklich mehr Kurven vor, als es sind nur 16 an der Zahl, aber ja, man hat dann doch ein paar Kurven, wo man gar nicht mit rechnet, also aber für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, wir sehen uns hoffentlich, später, sorry für die kurze, für das kurze Update, aber es ist kein längeres Video drin, also ich weiß nicht, ich hätte noch ein bisschen länger quatschen können oder so, aber ich meine, was soll ich noch reden? Ich habe alles so ein bisschen erzählt, was mir auf der Seele lag und vor allem, was ich mir so ein bisschen gedacht habe. Für mehr Infos und für mehr Szenen, für kleinere Clips, schaut gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio auf its_tobi. Da kommt immer viel Stuff online. Da werde ich echt viel reden über die Formel 1 und da kommen auch immer wieder so Facts über die Strecke. Abonniert gerne den Channel, lasst gerne ein Däumchen rum da. Schaut auch gerne unbedingt auf Instagram vorbei, TikTok. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Vielen Dank, es wird sehr spannend. Race Prediction kommt morgen in der Hotlap. TikTok kommt auch in der Hotlap. Also wir sehen uns hoffentlich auf jeden Fall da oder da. Bis dahin, ciao.